und herzlich willkommen. Ich bin Samuel Jackson von Android TV, hier bei dem bereits zweiten Event von OnePlus in diesem Jahr. Wie ihr sehen könnt, stehen auch schon heute am 5. November hier in der Bikini Berlin Mall am Bahnhof Zoo Massen an Menschen an, um sich eines der begehrten OnePlus X Smartphones ohne Invite kaufen zu können. Und genau darum geht es auch in diesem Video, denn ich habe mir mal zwei der Geräte hier geschnappt. Und warum zwei? Weil es gibt im Grunde genommen zwei unterschiedliche Varianten, nämlich einmal die Keramikversion und die Onyx-Version. Sehen jetzt erstmal völlig gleich aus. Selbst wenn ich sie umdrehe, wird man auf den ersten Blick nicht unbedingt den Unterschied erkennen. Wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man den Unterschied. Ihr seht, die sind schon mal sehr empfänglich hier, was den Holztisch hier anbelangt. Da werde ich gleich mal mit meinem Mikrofasertuch rübergehen, damit die wieder schön aussehen und ihr meine Fingerabdrücke nicht erkennen könnt. Ja, also ich habe jetzt hier auf der, ich lasse euch erstmal raten. Was denkt ihr, ist hier die Onyx-Version und was ist jetzt hier die Keramik-Version? Ja, richtig. Das hier ist Keramik und das hier ist normales Corning Gorilla Glass 3. Also was heißt normal? So normal ist das natürlich nicht. Aber dennoch hat man uns auch gesagt, dass es im Übrigen 2.5D Display Glas ist. Das ist also das, was so leicht gerundet an der Seite geht. Und daran erkennt man letztendlich auch den Unterschied, weil nämlich das bei dem Keramik gefast ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist so eine leichte Phase drin und bei dem normalen Onyx bzw. Corning Gorilla Glass ist es so gerundet. Ne? Das kennt man auch von anderen Anbietern, wie auch immer. Wir beginnen aber trotz alledem erstmal auf der Frontseite. Herrlich, wie man hier die Fingerabdrücke drauf sehen kann. Das mag ich ja ganz besonders. Wir beginnen trotzdem erstmal auf der Vorderseite mit den üblichen technischen Daten, die wir da so haben. Wir haben also, bewegt sich das Gerät hier? Ich glaube ja. Mit einem 5 Zoll in der Diagonale AMOLED-Display. Ja, das hat man also auch übernommen von einem südkoreanischen Hersteller, den wir also auch kennen. Das heißt also, dass der Vorteil natürlich darin besteht, dass es besonders knackige Farben hat, kontrastreich ist. Und ihr seht auch schon, wie das hier die Farben von dem Chrome Browser Icon hier beispielsweise dargestellt werden. Die sind schon recht farbenfroh. Ich kann ja mal beispielsweise gerade hier einen LG G4 daneben halten, damit ihr das auch mal erstens von der Displaygröße gesehen habt. Ne? Das 5 Zoll gegen das, ich glaube 5,5 Zoll hat das. Gut, dass ich das gerade nicht mal selber weiß. Könnt ihr also schon mal den Größenunterschied sehen. Und ansonsten auch von dem Farbhergebung ist das hier schon deutlich knackiger. Ne? Dann haben wir hier vorne eine recht hochauflösende Frontkamera, nämlich um genau zu sein 8 Megapixel. Rückseitig ist eine 13 Megapixel Kamera verbaut. Ich kann auch noch die Blende sagen. Hier ist eine 2.4 Blende und auf der Rückseite bei der 13 Megapixel Kamera ist eine 2.2 Blende. Dann haben wir hier den normalen Lautsprecher, der für die Telefonate entsprechend zuständig ist. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier drunter befindet sich also auch noch der Bewegungssensor, die üblichen Annäherungsgeschichten und sowas, damit also auch das Licht entsprechend gedimmt werden kann, wenn man näher rankommt oder wenn man dunkles oder helles Licht hat. Ne? Dann sehen wir hier unten kapazitive Tasten. Ich weiß nicht, ob ihr sie erkennt. Also mich verwirrt das hier, dass das Telefon so ein bisschen sich hier immer bewegt, wie so eine kleine Hovercraft. Also ihr könnt hier sehen, unten kapazitive Tasten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen in dem Licht. Ich halte das mal so ein bisschen schräg. Das Übliche also mit Menü, zuletzt, zurück und was es da also so üblicherweise gibt bei Android 5.1.1 Lollipop, auf dem nämlich im Übrigen das Oxygen OS basiert. Wenn wir das Display jetzt schon anhaben, dann gucken wir da auch gleich mal rein, ob es denn tatsächlich das ist, was ich hier verspreche. Gucken wir das sogar auf Deutsch, das mögen wir ja besonders. Ja, also wir haben hier Android 5.1.1 Lollipop und Oxygen 2.1.2 drauf. Das ist also das hauseigene Betriebssystem. Man hatte ja damals bei dem OnePlus One noch das Cyanogen Mod drauf und dann ist man da ja schon gewechselt. Interessant, wir sehen hier gleich noch ein paar Zusatzdaten, nämlich 3 GB RAM. Dazu wäre ich dann ja später gekommen. Ist im Übrigen LPDDR3 RAM und 16 GB Programmspeicher. Gibt keine größere Version hier. Dafür gibt es aber einen Micro-SD-Karten-Slot, den wir uns dann vielleicht jetzt nochmal angucken, wenn der Mat nicht so voreilig wäre. Gehen wir mal auf die Unterseite. Da haben wir jetzt hier also Micro-USB, kein Typ C, Type C wollte ich erst sagen, aber Typ C versteht ihr glaube ich auch. Also USB,
Micro-USB-Port, denn hier so zweimal so Löcher, wo man auf dem ersten Eindruck her vermuten mag, ich nehme mal das andere Smartphone jetzt hier raus, wo man auf den ersten Eindruck vermuten mag, dass es Stereo-Lautsprecher sich dahinter verbergen, ist aber nicht, ist nur ein Mono-Lautsprecher, also nur auf einer Seite befindet sich ein Lautsprecher. So, dann schauen wir uns mal die rechte Seite an. Ja, also das Ganze sieht schon sehr wertig aus mit dem Metallrahmen, das muss ich schon mal sagen. Der ist auch extrem dünn, nämlich 6,9 mm. Nochmal ganz kurz dazu das LG G4 im Vergleich. Also wirklich schon sehr, sehr dünn. Und dann haben wir auch schon einen Schalter, den kennen wir eventuell, wer das schon gesehen hat, das Video vom OnePlus 2 her. Das ist nämlich ein Alert Slider. Mit dem kann man also in drei Stufen, wie schon vom iPhone auch bekannt, in drei Stufen die Lautstärke regeln, also ob Vibration oder ganz aus. Das schauen wir uns gleich nochmal an, wenn ich das Display angemacht habe, was da genau passiert, wenn ich den hier benutze. Der rastet auch wunderbar ein, gibt auch ein Signal mit Vibration, also man muss das Smartphone nicht extra dafür anmachen. Dafür ist es ja eben auch gedacht. So, auf der Oberseite haben wir ganz üblich die 3,5 mm Audio-Klinkebuchse. Dann haben wir hier ein kleines Löchchen, wohinter sich ein Mikrofon befindet. Schade, dass die Kamera, doch jetzt wird sie scharf. Wohinter sich ein Mikrofon befindet, und da das an der Oberseite ist, ist das nämlich für die Geräuschunterdrückung, wenn man Telefonate führt. Das heißt also, er nimmt hier die Außengeräusche auf und filtert die dann aus dem Telefonat entsprechend raus. Wenn ihr euch wundert, warum hier dieses Muster so unterbrochen ist, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, dass das so ein bisschen geriffelt ist hier, das Metall? Nicht wirklich, oder? Jetzt vielleicht? Jetzt kriegt man es leicht hin, ne? Also zum einen ist es ganz, ganz leicht geriffelt, das Metall, der Metallrahmen, und der ist hier nochmal unterbrochen, weil man natürlich inzwischen auch schon weiß, dass den Empfang stört, also das heißt, da sind dann die entsprechenden Antennen verbaut. Ich würde jetzt mal gerade das andere dazu nehmen, ob das auch so geriffelt ist. Ja, das ist identisch. Das nimmt sich da nichts, okay? Dann hatte ich ja schon anfangs noch erzählt, dass also, wie gesagt, dieses 5 Zoll Display so ein 2.5D Display ist. Das heißt also, dass das wirklich bis an den Rand so curved-mäßig rumgeht, das Glas. Und das gibt natürlich ein super geiles Feeling, gerade wenn man viel hier drauf toucht oder ähnliches macht, ne? Also das ist komplett von oben bis unten das Glas. Übrigens Corning Gorilla Glass 3 habe ich, glaube ich, eingangs schon erwähnt. Also auch bis zu einem gewissen Grad kratzfest, ne? So, dann haben wir jetzt noch die rechte Seite, die wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Da haben wir einmal den SIM-Karten-Slot. Das ist ein sogenannter Hybrid-Slot. Dahinter kann man also entweder zwei Nano-SIM-Karten einfügen, das heißt also Dual-SIM-fähig das Smartphone, auch in Deutschland. Oder man kann eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte, um die 16 GB zu erweitern, hier einfügen. So, dann haben wir, das ist nur das Loch, um den SIM-Tray rauszukriegen. Dann haben wir hier die Lautstärke-Wippe. Die geht übrigens, auch wenn das jetzt so auf dem Video vielleicht nicht so rüberkommt, das ist eine Wippe, ein Schalter. Der ist nur so von der Maserung her, dass der da in der Mitte so unterbrochen aussieht, ist er aber nicht. Also gefühlt ist das eine Fläche und hat auch einen guten Druckpunkt. Welches Material, ob das auch Metall ist, kann ich so jetzt gerade mal nicht erfühlen. Aber ich würde fast meinen, das ist auch Metall. Also gerade weil da auch noch so eine Maserung drauf ist, denke ich, würde man das mit Kunststoff nicht so hochwertig hinbekommen. Ja, und dann darunter eben der Power- und Standby-Button. Da sieht man also, dass der ja auch so unterbrochen ist wie das Design hier. Also dass das hier nicht auch zwei Buttons sind, sondern eben einer, genauso wie hier oben. Gut, ja, dann sind wir auf der rechten Seite ebenfalls durch. Unterseite hatten wir schon. Gucken wir uns die Rückseite an, die sich inzwischen schon wieder mit meinen Fingerabdrücken angefreundet. Seht ihr das, wie das Ding hier wegwandert? Ist ja spooky. Die kleine Hovercraft, das lässt mich hier gar nicht mehr in Ruhe. So, einmal weggeputzt. Sehr schön dominant, natürlich das OnePlus-Icon zu sehen, wenn jetzt hier nicht unser Kameralicht die ganze Zeit die Reflexion aufnehmen würde. Ich komme mal ein bisschen näher ran, so seht ihr das jetzt schön. Dann haben wir, wie habe ich schon eingangs erwähnt, die 13-Megapixel-Kamera mit einer Blende von 2.2 und darunter eben üblicherweise ein LED-Blitzlicht, um auch in dunklen entsprechende Aufnahmen zu machen. Und dann sind wir eigentlich auf der Rückseite auch schon durch. Hier steht noch ein bisschen was drauf.
Das könnt ihr das sehen, wenn ich das so ein paar Mal hier rum und her drehe. Ihr müsst das entschuldigen, wir sind hier nämlich in der Bikini Berlin, bei Einkaufspassage ist das, und zwar am Zoologischen Garten. Und da macht nämlich OnePlus heute ein Event, wo man das Device nämlich vorab kaufen kann. Und zwar die Onyx-Version, die ich hier auch gerade in der Hand behalte, für 2,69 ohne Invite kann man nämlich heute kaufen. Aber kleiner Geheimtipp von mir, man wird die Geräte eh ohne Invite kaufen können, nämlich ich glaube Anfang Dezember, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das Device hier übrigens, die Keramikversion, jetzt ziehen wir uns die mal wieder dazu, weil die nämlich, das wandert auch. Ich weiß, interessiert euch überhaupt gar nicht, aber mich nimmt das tatsächlich mit. Ich hoffe, ich werde heute Nacht schlafen können. So, das ist jetzt wie gesagt die Keramikversion. Jetzt packen wir die nochmal daneben. Jetzt ist ja optisch da nur sehr wenig an Unterschiede zu sehen. Einmal, dass es hier halt so curved auf der Rückseite geht, das Corning Gorilla Glass, und hier so angefasst ist. Ansonsten ist der Unterschied darin, der Preis 100 Euro mehr, nämlich 369 Euro, ab Ende diesen Monats käuflich in Deutschland zu erwerben. Und es soll halt nochmal eine ganz besondere Härte haben, die Keramik, sodass das also absolut gegen Kratzer und sonstige Dinge geschützt ist. Insofern, also diese Bewegung, euch nervt's, ich weiß, ich höre schon auf. Also, es soll halt besonders gegen Kratzer und Schneiden und ähnliches, es soll also einen besonders hochwertigen Schutz haben. Allerdings braucht es dafür, wenn ich recht in Erinnerung habe, nochmal einen Special-Invite. Ja, also wenn dann am 1. Dezember hierfür keine Invites mehr nötig sind, hierfür für die Keramikversion wird es nach wie vor benötigt. So, ja, dann sind wir jetzt eigentlich einmal komplett um die Smartphones rum. Ihr seht schon hier, zum einen ist da ein Bewegungssensor drin, der dann euch also entsprechend auf dem Sleep Screen zeigt, wie denn gerade die Uhrzeit ist. Ich probiere das nochmal, ob er das jetzt hier gerade macht. So, ja, da geht er wieder an. Hier auch. Und wir haben natürlich auch aufgrund der Snapdragon 801 Quad-Core CPU, die bis max 2,3 GHz getaktet ist, Tap on, Wake on oder Wake on Tap oder wie auch immer das heißt. Ihr habt es gesehen, zweimal tappen und dann kommt ihr in den Sperrbildschirm. Wenn der nicht aktiviert ist, würdet ihr auch direkt in den Bildschirm reinkommen. So, hier seht ihr schon gerade wunderbar, wie die zwei fehlenden SIM-Karten angezeigt werden. Also es sind, wie gesagt, ich habe euch da nicht angeschwendet, zwei SIM-Karten möglich. Was wollen wir noch gucken? Ich habe es eben schon angesprochen. Snapdragon 801 Quad-Core CPU, Adreno 330. Display-Auflösung habe ich euch vielleicht noch nicht gesagt. Bei den 5 Zoll sind es 1920x1080 Pixel, also Full HD. Wir gehen mal ganz kurz in die Apps rein, gucken mal, was da so verborgen ist. Candy Crush, keine Ahnung. Crossy Road, ob das jetzt hier schon installiert worden ist oder ob das dazugehört, standardmäßig. Ansonsten sehen wir hier eine Menge Google-Apps. Das ist schon mal sehr sympathisch. Selbst die Google-Kamera ist hier installiert. OnePlus Radio, hier wird also eine Radio-App vorinstalliert sein und dann sehe ich hier auch noch Netflix schon installiert. Keine Ahnung, ob das Gerät jetzt hier tatsächlich jemand gehört oder ob das immer schon vorinstalliert ist und vielleicht sogar in Bundle mit einem kleinen Monatsabo ist oder 30 Tage kostenlos gucken, keine Ahnung. Möglich wäre es. Soundcloud sehe ich auch noch als außergewöhnlich drauf. Und dieses VCGO, könnt ihr es besser sehen als ich, sagt mir jetzt momentan auch nichts. Dann sehe ich hier SwiftKey-Tastatur ist schon vorinstalliert, wahrscheinlich nicht in der neuen 6.0-Version, wie sie jetzt gerade ausgeliefert wird. Wollen wir mal schauen. Die kann dann nämlich, ja, ist noch die 5.4er-Version, die neue 6.0er-Version kann dann nämlich schon zwei Wörter anstelle der normalen ein Wort vorhersagen. Also noch schneller als alles, was bisher da gewesen ist. Gut, schauen wir nochmal hier hinten in die Speichergeschichte rein, damit wir das auch noch durch haben. Ansonsten habe ich es ja schon erwähnt, hier ist Oxygen OS drauf, also das hauseigene Betriebssystem, was letztendlich auf Android 5.1.1 Lollipop basiert. Display, Speicher, da wollte ich hin. Ja, 11,53 sind jetzt hier auf dem Gerät noch zur Verfügung. Ihr habt aber gesehen, dass hier schon eine Menge an Apps drauf war. Das wird sicherlich damit zusammenhängen. Aber wenn dem das irgendjemand stört, wie gesagt, hier ist ja noch eine MicroSD-Karte einzuführen. Von der Power her kann ich jetzt erstmal nichts sagen, da ich das Gerät jetzt hier tatsächlich auch zum ersten Mal in der Hand habe. Guckt mal, ihr seht jetzt hier, wenn ihr so, da wo hier sonst immer der Google Launcher ist oder die Google-Karten von Google Now, da ist jetzt hier also die letzten Dinge, die ihr da
aufgeführt hat, häufige Kontakte, also so ein Schnellzugriff wahrscheinlich, so eine Art. Also wie gesagt, zur Geschwindigkeit kann ich weiter nichts sagen. Ansonsten, Snapdragon 801 kennt man ja vom Prinzip, Adreno 330 GPU geht damit einher. Und ansonsten vielleicht noch ein bisschen was zu den Maßen an sich. Wir haben jetzt also hier 140 mm in der Höhe, 69 mm in der Breite und das habe ich ja schon erwähnt, gerade mal 6,9 mm dünn. Wiegen, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich jetzt hier eigentlich auch einen Unterschied merke. Ja, nicht wirklich, kann aber auch mit mir zusammenhängen. Also das Gerät hier, die Onyx-Version, die wiegt 138 Gramm und die Keramik-Version, die wiegt 160 Gramm. Logisch, bei Keramik ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Ganz interessant vielleicht noch, was ja beim OnePlus, also es ist ja so eine leicht abgespeckte Version hier, aber eben im Taschenformat. Also viele wollen ja immer ein Smartphone mit einem kleinen Display haben. Ganz interessant ist hier, gegenüber dem OnePlus One, was nämlich kein LTE Band 20 hatte, was in Deutschland nämlich ab und zu mal gerade bei O2 oder der Telekom ganz interessant ist, das hat Band 20. Das hat außerdem noch Bluetooth 4.0, WLAN, BGN hat es auch verbaut. Was es nicht hat, ist NFC und eine Multi-LED, Benachrichtigungs-LED hat es auch noch verbaut. Die sieht man jetzt hier natürlich nicht. Müsst ihr mir jetzt einfach mal so glauben. Und Akku ist vielleicht noch ganz interessant. Eigentlich recht gut positioniert mit 2525 mAh, keine Key-Lademöglichkeit, aber bei der Größe vom Display, nämlich 5 Zoll, dürfte der Akku für ganz gute Leistungen sorgen. Was wollte ich noch irgendwas ausführen? LTE, nee, habe ich euch erzählt. Insofern NFC hat das Gerät nicht, falls die Frage noch kommen sollte. Wir können aber noch mal hinten in den Einstellungen nachgucken. Aber ich denke, mehr, da müsste es dann auch tatsächlich stehen. Nee, hat es also nicht. Ja, was interessiert euch noch an dem Gerät? Preis vielleicht, habe ich vielleicht schon erwähnt, 269 Euro, 369 Euro die Keramikversion. Und den Slider wollte ich euch noch zeigen, den Ellert Slider im Betrieb. Also, wie gesagt, ich zeige das jetzt hier nochmal von nahen, wenn ich den entsprechend schalte in die unterschiedlichen drei Positionen. Und dann zeige ich es euch nochmal, was denn tatsächlich auf dem Display passiert. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier so sehen. So, einmal keine Unterbrechung. Also es sind hier so kleine Menüs, kleine Settings von der Lautstärke her. Ihr seht das auch da oben, die dann eben entsprechend euch den schnellen Zugang zu unterschiedlichen Lautstärkeprofilen ermöglichen. Ja. So, ich denke, dann sind wir jetzt auch komplett einmal durch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann bitte runter in die Kommentare. Das war es erstmal hier von mir, von Matt Jackson, mit dem OnePlus X in der Keramikversion und in der Onyx-Version. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.